Herzlich willkommen, liebe Leute, ich bin's, euer Tom, und wir befinden uns in einem weiteren World of Warcraft Legion Video Guide. Wir sind in der Nachtfestung. Hier sieht das Ganze wie immer aus der Sicht eines Tanks und wir befinden uns sogar auf dem Schwierigkeitsgrad, ja, nicht mehr normal. Auf Heroic befinden wir uns natürlich. So, erster Video Guide Heroic. Das freut mich sehr. Ich versuche trotzdem noch auf alle Attacken einzugehen, ja. Sollte auch nicht das Problem sein. Also, hier, wie gesagt, hier sehen wir den schönen, schönen ersten Boss. Der kann eigentlich nur zwei, drei Sachen, ja. Einmal diese fokussierte Explosion, da guckt er einen Spieler an, da muss man einfach rausgehen, ja. Einfach nicht vorstehen, ja. Dann ist eigentlich kein Problem. Schockwelle, das mache ich hier am Anfang immer falsch, immer wieder falsch, bis ich das selber halt, dass die Tanks vielleicht auch mal hinter diese Kristalle gehen können, die ihr da jetzt in der Mitte seht, ja. So ist es nämlich. Wir haben das so gemacht, ein Tank sammelt die Adds ein, ein Tank den Boss, vor dem Boss jetzt weg, ihr seht das. Ich muss das, glaube ich, eine ganze Zeit lang alleine tanken, ne, weiß ich gar nicht, ob es jetzt hier war. Auf jeden Fall kommen nach und nach immer die Adds, die werden getankt. Der aktive Tank, beziehungsweise der Tank, der den Boss tankt, der muss sich immer hin und her bewegen, weil, wie ihr seht, bekommt er drei Aufladungen, drei Stacks, jetzt habe ich diese drei Stacks. Wenn man sich den aber ein Stückchen bewegt, gehen die weg, ich weiß gar nicht, ob man dann Schaden bekommt. Hier mache ich es noch falsch mit der Schockwelle. Vertraut mir, ich werde es aber irgendwann mache ich es auch richtig, ja. Hin und wieder droppe ich ziemlich hart. Das ist schon ziemlich krass manchmal. Hier bewege ich mich wieder, habe also keine Stacks mehr. Jetzt kommt dieses Skelett, ja, da bewegt er sich gar nicht, da macht er gar nichts. Das heißt, in der Zeit wird ordentlich Schaden auf dem Boss gemacht. Unser zweiter Tank, also beziehungsweise nicht ich, er sammelt schön fleißig die Adds ein. Und mehr ist es im ganzen Bossfight eigentlich auch nicht, ne? Jetzt kommt dieses Aufschlitzen nochmal. Das macht relativ viel Schaden. Da könnt ihr vielleicht auch einen kleinen Cooldown reinhauen. Jetzt kommt nochmal die Schockwelle. Mache ich wieder falsch. Aber was kostet er denn schon Mana, ne? Dieses Aufschlitzen, wie gesagt, macht relativ viel Schaden. Da muss man sich immer schnell... man kann sich da leider nicht weg von bewegen. Aber man muss sich immer schnell bewegen, dass man diese Stacks halt runterbekommt, ja? So. Jetzt ist unser zweiter Tank tot, leider. Jetzt muss ich mich um beides kümmern. Hätte ich auch nicht gedacht, dass unser Druidentank mal stirbt, weil der Druide im Moment das Nonplusultra zu diesem Zeitpunkt ist, was Tanken angeht, ja. So, ich werde jetzt overgehealt. Sollte aber kein Problem sein. Ich gebe auch echt alles gerade in dem Moment. Schockwelle. Ich stelle mich natürlich wieder nicht hinter, aber... Ich bin mir fast sicher, dass ich das noch irgendwann kapiere, dass ich mich da auch hinterstellen muss. Ja, gucken wir uns das gleiche mal an. Unser Druidentank ist immer noch tot. Ich bin immer noch fleißig am Einsammeln. Es funktioniert, aber ich werde gut geheilt. Unsere Heiler sind auf Zack, sag ich mal. Ich bewege mich hier wieder ein Stück, damit ich den Debuff loswerde. Das arkane Schlitzen kam wieder. So, jetzt kommt wieder die Phase, wo sich das Skelett gar nicht bewegt. Wo einfach ordentlich Schaden drauf gemacht werden kann. Ich gehe derweil ein bisschen aufs Add, damit das gleich weg ist. Ja, so, jetzt sehen wir wieder neue Adds. Unser Druide lebt wieder, fokussierte Explosion vom Boss weg. Ja, mehr ist es auch wirklich nicht. Also es ist quasi der gleiche Kampf, bloß dass ein größeres Add kommt. Ihr seht das oben links, jetzt so ein rotes Add. Das macht dann halt ein bisschen mehr Schaden, ne? Aber im Großen und Ganzen war es das. Jetzt kommt dieses Arkanschlitzen wieder, hat kaum Schaden gemacht, super gut. Vor dem Boss weg, danach kommt diese Schockwelle. Nach dem Arkanschlitzen. Ob ich es jetzt kapiere? Jetzt kommt die Schockwelle. Wow, der gute Tom hat es auch verstanden, wie es funktioniert, das Spiel. Er stellt sich ab sofort nämlich hinter die Kristalle und dann werdet ihr auch gar nicht von der Schockwelle getroffen. Erstens spart das Mana. Zweitens, holt die Tiere im Hintergrund nicht raus, die Skorpione, ja. Gut, ich als Tank muss die im Zweifel tanken, das ist gut. Wenn ich jetzt sage, ist nicht so schlimm, ist halt Quatsch, weil ist ja total unnötig, sich nicht dahinter zu stellen, ja. Also wie gesagt, immer bei der Schockwelle dahinter stellen, fokussieren der Explosion aber raus. Die geht nämlich komplett durch. Das war es eigentlich auch schon mit dem Bossfight, ja. Ihr seht, es kommt ein bisschen mehr Schaden rein, ein Skorpion ist mehr. Wenn ihr euch brav hinter den Kristallen stellt, dann passiert doch nichts. Ein Tank macht die Adds, der andere Tank macht den Boss, der muss sich halt regelmäßig wegbewegen, damit man rauskommt aus den Dingern. Danke für eure Zeit, danke fürs Abo, ich bin's, euer Tom, schaut doch wieder.